Was haben wir hier? 1911. Okay, aber wir nehmen erstmal die Detective Special. Und zeigen dem Typen ja mal, was eine Hake ist. Und diesmal bleibe ich hier, weil ich keinen Bock habe, nochmal voll in seinen Schuss reinzurennen und zu sterben. Komm raus, los. Eine Handgranate wäre was Schönes. Aber die gibt's ja leider nicht. Na, oh, willst du mich denn verarschen? Komm her, Mensch. Ja, klar, der lebt noch. Bleib hier, Pauli, bleib hier. Na los. Meine Güte, ist es denn wahr? So, haben wir das erstmal geschafft und für den 1911 haben wir jetzt noch gut Muni. Ja, da hier für den... Ach nee, das ist die Magnum, okay. Oh, für mich sieht's gar nicht mehr gut aus, sehe ich gerade. Oh, das war jetzt doof nachzuladen bei 5 Schuss noch im Magazin. Naja, egal. Ja, mach du mal ein bisschen, Pauli, das ist richtig so. Ah, Mann, ich brauch Leben. Mal um die Ecke gucken, da ist keiner, okay. Wenn ich wenigstens mal einen Save Point kriegen würde hier. Was denn jetzt, was denn jetzt, was denn jetzt? Ach so, okay. Was willst du denn damit bezwecken? Ich befördere deinen Arsch aus diesem Teil der Stadt. Die Typen sind von der Mafia, Johnny. Machen wir eine Fliege. Oh, boah, bloß gut. Schnell, zum Parken. Wir müssen sie kriegen. Diese Bösen. Bloß gut, dass wir die Ballerei erstmal geschafft haben. Was tust du? Verdammt, ich nehme besser jemanden mit. Ja, Trottel. Hier kommst du. Schneller, los. Boah, leck mich so. Die geht gleich mal aus dem Weg hiervon. Weg, 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 weg. So, wo sind die? Davon, okay. Ist mir jetzt egal, wenn ich die Geschwindigkeit übertrete. Wow, was zum... Was zur Hölle? Kriegst du das hin? Das ist ja nicht euer Ernst, oder? Ach komm, leck mich doch. Komm hier. Mach mal so. So. Dann machen wir die ganze Kacke nochmal. Ich werd bescheuert hier. So. Und diesmal steigst du bitte gleich vorne ein. Sehr schön. Pauli, los. Verdammt, ich nehme besser jemanden mit. Weg da! Doof-Mission, Doof-Mission! So, schauen wir mal. Ja, ist mir jetzt egal, dass die Bullen mich verfolgen. Ich glaube, das muss so sein. Schließlich muss ich die Schweine ja irgendwie kriegen. Aber irgendwie kommen überhaupt... Ach, ich habe ja noch hier... Moment, so, jetzt. Ich hatte ja noch die Geschwindigkeitssperre drin. Kein Wunder, dass das nichts wird. Bremsen! Hui! Nachladen. Hallo, nachladen. So. Schieß, mein Freund. Schieß.
Schießt du mal? Hallo? Ach, du blöder Idiot. Nächste Knarre, los. Aber Polly kriegt's auch nicht auf die Reihe, ne? Ach, fuck. Fahr, los, fahr. Weg da, ganz eilig. Und wieder schießen. Ach Mensch, da muss natürlich auch genau rechts rumfahren. Ach ja, okay, ist klar. Na warte, was denn jetzt? Zählt er an? So, ihr Penner, jetzt seid ihr dran. Geh und mach ihn fertig. Hahaha, verrecke, du Miststück. Hast See you later. Oder was? Diese Tiere können dir doch nicht leid tun. Der würde dir doch bei der ersten Gelegenheit in den Rücken schießen. Ich dachte, was wohl meine Mutter oder Sarah sagen würden, wenn sie mich so sehen. Der hier ist am Ende. Das heißt, eine Sorge weniger. Ich würde trotzdem noch mal reinschießen. Was stehst du da rum und guckst dumm aus der Wäsche? Kann man sich nie sicher sein. Denk dran, wer gestern dein Mädchen flachlegen wollte. Besser, du gewöhnst dich dran. Ich gewöhnte mich dran. Neue freie Fahrtoptionen wurden freigeschaltet. Ja, er gewöhnte sich dran. Neue Autos wurden zur Werkstatt hinzugefügt. Okay, keins. Ach, Ruhe. Der Priester ist die nächste Aufgabe. Er gewöhnte sich dran und natürlich dachte er, was würden die wohl denken? Dein letzter Auftrag war kein großer Erfolg, Tom. Nee. Dass du alle getötet hast, macht uns jede Menge Probleme. Aber die wollten Sarah vergewaltigen. Die Bullen sollten mir dankbar sein. Ich weiß, aber der eine, der entkommen konnte, wird Ärger machen. Was? Wir haben keinen entwischen lassen. Sie sind alle tot. Einer lebt. Sie haben ihn aus dem Autowrack gezogen. Ja. Scheiße. Der eine Tote war der Sohn eines Stadtrates, ein Freund des Bürgermeisters und Morellos Komplize. Und der überlebt hat, wird sich beim Stadtrat ausheulen. Daddy hat seinen Sohn nicht gerade geliebt. Aber in solchen Fällen kann ein Mensch sich an viele schöne Dinge erinnern. Nebenbei, heute ist seine Beerdigung. Zu dumm, dass ich keine Zeit habe. Du hast Glück, dass der eine nicht weiß, wer du bist. Und dich nicht verpfeifen konnte. Aber deshalb bist du nicht hier. Tom, heute habe ich einen ziemlich heißen Job für dich. Komm, steig in den Wagen. Der Inhaber eines der Läden, in die der Don viel Geld investiert hat, hat plötzlich vergessen, wem er dankbar sein muss. Und ist bei Mr. Morello angestiegen. Morello will anscheinend herausfinden, wie weiter gehen kann. Aber da spielen wir nicht mit. Also, was läuft denn? Wir jagen den Schuppen in die Luft. Was? Was ist das für ein Laden? Ein Hotel. Das heißt, es ist ein Modell, Don. Aber kein normales Freudenhaus, sondern eins für die Typen aus der feinen Gesellschaft. Und ich soll die wirklich alle ausknipsen? Natürlich nicht. Wir liquidieren nur den Besitzer und zünden sein Büro an. Das müsste genug Warnung für die anderen sein. Wir heißt in diesem Fall ich. Stimmt's, Frank? Ich nehme mir den Typen vor und ich jage das Hotel in die Luft. Genau. Und da ist noch eine Sache. Eines der Mädchen informiert Morello über unsere Aktivitäten. Die müssen wir auch eliminieren. Frank, ich soll eine Frau umnieten? So ein Pech, was? Hier ist ein Foto von ihr. Sie ist niedlich. Kommt mir bekannt vor. Bist du sicher, dass sie es ist? Leider, ja. Ihr loses Mundwerk hat uns einen Haufen Geld und ein paar Männer gekostet. Warum machen das nicht Polly oder Sam? Weil sie jeder in dem Laden kennt. Die wären tot, bevor sie überhaupt reinkämen. Hm,
Und wie ist der Plan? Es ist das Corleone Hotel, downtown. Find den Boss und leg ihn um. Mach's ruhig ganz offen, es soll ja eine Warnung sein. Dann kümmerst du dich um das Mädchen. Das Büro des Besitzers ist im obersten Stock. Schnapp dir, was du an Geld und Dokumenten finden kannst und leg dann den Sprengstoff. Für mehr wird die Zeit nicht reichen. Das wird kein Picknick. Ich weiß, aber wenn wir uns jetzt nicht drum kümmern, sind wir die Nächsten. Vielleicht hast du recht. Die Waffe und der Sprengstoff sind hier im Auto. Viel Glück, Tom. Yippie, Skippy. Fahrt zum Corleone Hotel. Und das Corleone Hotel ist natürlich ein super Name, finde ich. Kann man sich denken, woran es angelehnt ist. So, und ich finde die Karre überhaupt nicht nett. Ich finde die ziemlich hässlich sogar. Mit Verlaub, sowas würde ich nicht fahren. Aber man kann sich da nicht aussuchen. Und bei der Mission kann mir das Auto eigentlich ziemlich egal sein. Ich habe eher Horror vor dem, was kommt. Irgendwie habe ich bei jeder Mission Horror vor dem, was kommt, oder? Also, ich weiß nicht, ob das schlechtes Zeichen ist, aber naja, schauen wir mal, was kommt. Also, das heißt, ich weiß ja, was kommt. Schauen wir mal, wie es läuft eher. Ach nee, warum nur? Warum muss ich mir das antun? Oh ja, fällt mir auch gerade ein. Weg da, weg da, weg da. Da muss ich mal ein bisschen Gas geben. Ja, lass mich mal. Dass einem das aber auch immer später einfällt, das ist wahrscheinlich so diese GTA-Manier, die ich drin habe. Da braucht man ja nie auf seine Geschwindigkeit zu achten, solange man die Bullen nie rammt oder irgendwelche Leute umfährt. Und hier ist das halt ein bisschen anders, ne? Hier muss man sich an die Regeln halten. Das vergesse ich nur allzu gern. Aber nichts, was uns Probleme bereiten dürfte fürs Erste. Und da kommt schon der nächste Bulle. Yippie! Aber der fährt einfach an uns vorbei. Auch interessant. Der ist gar nicht interessiert. So, jetzt wurden alle Polizisten alarmiert. Ja, lass mich mal. Nein! Lass mich mal fahren. Wisst ihr überhaupt, mit wem ihr es zu tun habt? Jerry wird euch den Arsch aufreißen. Ach, man kann ja nicht zurückgucken, das ist blöd. Stimmt, ich muss nach Süden, okay. Dann hier rum. Ja, passt schon. So. Kuckuck. Nee, lass mich mal. Und da unten haben wir es schon. Ja, es ist ein Narr. So, fahren wir hier lang. Rechts bis zum Ende, rechts bis zum Ende und dann links. Schön. Ach, dieses Getröte geht mir auf den Keks. Aber eigentlich, ich hoffe mal, die verfolgen uns nicht weiter, wenn wir dann hier in das Hotel reingehen. Und das hier vorne ist übrigens die Kirche, die ich meinte, die der Trinity Church nachempfunden ist. Und die werden wir dann gleich noch kennenlernen. Diese Mission heißt nicht umsonst der Priester, das werden wir dann später noch sehen. Ach Mensch, womit habe ich das nur verdient? So rum. Unter Gehacke mal wieder. Und hier ist es auch schon das Corleone Hotel. So, steig aus. Und schnell weg, bevor die kommen hier. Na, hier, da. Ach nee, ist doch nicht dein Ernst. Ja, das bringt's nicht. Shit. Ich hab ein Problem, Leute, ich hab ein Problem. La. Bitte mal, ups, das war nicht so geplant. Das ist schon mal doof mit 89 Leben. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, ehrlich gesagt, nochmal hierher zu fahren. Ach Mensch, so ein Mist aber auch. Wie mache ich das jetzt? Ich wollte gerade sagen, dann nehme ich mir das Auto, aber das ist vielleicht nicht so schlau, das Bullenauto zu nehmen.
La 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 la. Retten uns in die Rose Bar oder so. Nee, keine Ahnung. Boys Grill finde ich auch schön. Ich bräuchte mal irgendwo ein paar kleine Nebengassen. Ich dachte, hier gäbe es welche in der Ecke. Ich muss sie mal finden wahrscheinlich. La 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 la. Ah, hier. Oder? Ach nee, doch nicht, verdammt. Kann ich mit der Bahn fahren? Hier so aufspringen, so nebenbei? Nee, schade. Aber wir können den da vielleicht klauen. Hier, geh mal her. Geh mal her, den Schabe. Raus! Los! Ja, du sollst auch schon einsteigen. Weg, 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 weg! Weg, 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 weg! Farm. Ja, ist ja gut. Lass mich mal hier. So, das hast du davon. So, jetzt schnell weg, aber ganz schnell. So, und jetzt raus aus der Karre. Mist, das hilft nicht. Mann, ich dachte, die sehen mich nicht mehr, wenn ich hier aussteige, aber das bringt sie überhaupt nicht. Fahr los. Hallo. Ach, was eine Katastrophe mal wieder. So, die haben wir schön weggecheckt. Bei denen klappt es nicht. Ich fahre mal hier mit. Schön. So, da fahren wir mal ein Stück schneller in die Richtung. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen von der Mission abgekommen bin. Aber das ist dann halt so, ne? So, könnte dann mal dieser Gesuchtbalken endlich runtergehen? Ich fände das sehr schön und wäre euch sehr verbunden, wenn das funktionieren würde. Am besten, ich verstecke mich mal irgendwo. Ich weiß bloß nicht so richtig, wo. Vielleicht hier oben. Das sieht doch gut aus. Hinfort. Huh! Ja. So, aussteigen. Na, wenn das nicht klappt, weiß ich es auch nicht. Was haben wir hier? Ist das auch eine Kirche? Sieht bald so aus, oder? Wie ein Grabstein. Nun ja. War doch eine spannende Tour, oder? Kann ich jetzt wieder einsteigen? Ja, auf den Fahrersitz, bitte. La 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 la. Fort. So, da sind wir die Bullen nämlich auch schon wieder los. Schon ist gut. So, schön ums Eck. Und dann können wir uns jetzt, ich mache jetzt erstmal hier die Tempobeschränkung rein, bevor ich mir das wieder antun muss. Ja, und dann machen wir uns dann endlich mal auf den Weg zum Corleone Hotel, nicht wahr? Sind doch so ganz und gar nicht vom Weg abgekommen. Da war schon wieder ein Schild Rose Bar. Irgendwie heißt ja alles Rose Bar, habe ich das Gefühl. So, du hältst die 60 ein. Schön. Könnt ihr das bitte aufhören zu hacken? Ich meine, jetzt ist es noch nicht so schlimm, aber gleich im Hotel möchte ich das bitte nicht haben. Das wäre sehr schön. Wenn ich da ganz flüssig spielen könnte, da wäre ich euch sehr, 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 sehr verbunden. Und ich glaube, das Cable Car hat mir gerade sehr geholfen, die Bullen abzuhängen. Als es mich so schön mitgezogen hatte und die Bullen wahrscheinlich einfach blockiert hatte. So muss man das machen. Umgebung mit einbeziehen in die Flucht. That's like gangsters, dude. So, und da haben wir auch einen schickeren Schlitten. Ist ja schließlich auch ein Edelpuff. Da möchte man auch mit einem ordentlichen Schlitten ankommen. Und jetzt geht das Verderben los.